Willkommen zurück zu einer neuen, festgefrorenen Folge South Park Snow Day mit einem Mann, der ein eisiges Krustiloch hat. Kreis! Mein Krustiloch ist nicht dein Krustiloch. Aber es ist gefroren, mein, ne? Krustiloch. Weißt du, ich war neulich beim Arzt und hat er gesagt, ich muss mal eine Untersuchung machen, sie müssen sich ein bisschen entspannen. Ging nicht, hat er mir einen kleinen Puss draufgegeben. Er hat also einen kleinen Bussilech draufgegeben. Ja, einen kleinen Bussi drauf und dann entspannt man auch schnell da. Das ist schön, dass du sowas noch hast, ne? So kleine Erfolgsmomente. South Park ist süchtig Bussilo. Nach meinem Weihnachtszauber. Wo ist denn Jimmy? So eine Karte bei Jimmy wählen. Muss ja halt irgendwo da oben sein. Wir klimmen den Kothaufen, ne? Das ist riesen Frozen Empire mäßig hier. Ernst, Neuling. Wir besorgen dir ein letztes Upgrade. Boah, Feuerbälle. Boah, 50 mehr Schaden bei blutenden Gegnern. Alles klar, here we go. Ausbluten auf Legendär 1. Versuch nicht zu sterben. Wenn ein Zauberer bei sich zu Hause mit Hilfe von Magie putzt, ist bei ihm alles Zauber. Ich glaube, ich werde mal meine Drohne ein bisschen... Ah, verbessere mal deine Drew-Drohne. Warum sind Elfen so gute Freunde? Weißt du, was irgendwie krank ist? Wir haben uns Code ins Hirn injiziert. Ich habe was aus dir gemacht, Neuling! Haben wir die Kisten da hinten? Und ich werde dein Ende sein! Welche Kisten da hinten? Guck mal da. Ja. Wie kommen wir da hin? Alter, das war der Mannessprung. Das war's, mehr nicht. Ah, da ist noch einer. Wow. Upgrade. Legendäre Flamme 4. Die Drohne noch ein bisschen abgegradet. Hey! Bam, Alter, die Superflamme. Guck dir das an, es gibt kein Entkommen. Ups, der Dildo-Deal, aber auf Feuerbasis. Ich mach den Drohnen-Deal. Alter, die Drohne macht jetzt so AOE-Schaden noch zusätzlich. Der Geist Jesus Christi, ich bin richtig. Seitdem ich mir Jesus seinen Kot ins Hirn spritze. Komm schon. Ja, eine ganz eigene Mission. Ein böser Schneeball. Böser Schniepel. Alter, 50% mehr Schaden durch Blutung, das ist so heftig. Wäre krass, wenn es irgendwas gäbe, dass du die Karten bekommst, die ich bekomme. das wäre schon ein bisschen ultimativ. Wenn ich da wäre, würde ich mir nicht von ein paar Homo-Fürsten mit Metallstücken in den Arsch treten lassen. Aber das ist nur meine Meinung. Das ist nur meine Meinung. Es ist noch nicht Darf zu spät, Darf man sowas überhaupt heutzutage noch sagen? Hör auf die dunkle Materie, die in dir schlummert. Wähle eine Karte am Tor. Offiziell nicht, ne? Aber inoffiziell ist noch okay. Hier oben im Kranz. Kranzmagie. Hier ist aber nichts Kranziges mehr, oder? Nö, nichts Kranzig-Rustiges. Hier ist auch nix. Ich wurde aber geht's runter. Sorry. Das Schicksal hält etwas für dich bereit. Satan lächelt über deine Gier. Nur Klopapier für mich. Die alten Ägypter haben auf das Herz der Karten vertraut. Die alten Ägypter? Yugi? Yogi-O? Judy-O? Was? Judy-O? Yogi-O? Guck mal, da ist noch eine Kiste. Ja, aber da ist auch noch Kram. Alter, 62 Schaden jetzt auf blutende Gegner. Ja, da leckt mir doch den Baba-Willi. Hast du den auch? Nee, ich hab mehr angepisst, wenn ich blutenden Gegnern Schaden zufüge. Da kannst du richtig Drohnen spammen, ne? Ja, ja. Das war so mein Plan hinter dem Build. Gehst voll richtig rein in die Code-Materie, ne? Richtig rein, ne? Ich hab studiert. Ich glaube nicht, dass wir hier sind. Wir müssen zuschlagen. Okay, Neuling. Du bist der mit der dunklen Magie. Na los, töte Mr. Hanky. Nein, nein, halt. Was, wenn das eine Falle ist? Was ist, wenn Mr. Hanky einen Menschenjungen voller dunkler Magie braucht, um ihn zu besiegen, damit sich dessen Kräfte mit seinen mischen und er noch mächtiger werden kann als je zuvor? Halt's Maul, Cartman! Du willst nur nicht wieder zur Schule gehen! Na los, Neuling! Soll ich ihn jetzt abstechen?
Oh nein, unser ganzer Code. Eric hatte recht. Ihr dachtet, ich schlafe, aber ich habe zugehört. Ich brauchte nur ein menschliches Kind, das OP und wütend wird und dann seine dunkle Materie gegen mich einsetzt. Oh, ich hab's doch gesagt. Jetzt bin ich nicht mehr aufzuhalten. Na toll, Neuling, du hast es verkackt. Ihr hättet auf mich hören sollen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass ihr alle sterbt. Alter, die Klöten, wie die jetzt mal so ins Bild flackern. Man kann nirgends woanders mehr hinsehen. Was zur Hölle? Was ist los? Wo sind wir? Hier lassen Sie Ihre Gaben für den Großen zurück. Die dunkle Weihnacht steht vor der Tür. Und er hat seine endgültige Form angenommen. Was soll das heißen, endgültige Form? Ich spreche von Scheiße Hulut. Was ist das hier? Heidi Ho! Ach du Scheiße, das ist Mr. Hanky. Er ist riesig. Vielen Dank, Neuling, das ist alles deine Schuld. Was sollen wir tun? Es gibt nur einen Weg, mit einem Haufen Scheiße umzugehen. Klopapier. Ja, genau, davon gibt's hier eine ganze Menge. Schnell, wir können ihn mit diesen Kanonen beschießen. Na los, gehen wir. Na, Cthulhu klingt einfach besser, ne? Cthulhu. Jetzt werde ich mich nicht mehr zurückhalten. Boah. Oh, ein Klopapier. Das Klopapier, das ist eure Munition. Damit müssen wir ihn bombardieren. Aber Obacht. Meine Zeit für ein wenig Chaos-Kontrolle. Ich mach Chaos-Control. Boah, hier sind überall kleine Würste. Ja, du musst durchhalten. Ich hab Klopapier. Moment mal, habt ihr etwa Atomatem? Das ist geballte Weihnachtsmagie. Geballte Weihnachtsmagie. Bam. Oh, das macht ja gar keinen Schaden. Ah, okay, man darf mehrfach schießen. Scheiße, das tut weh. So, ich brauch wieder Stoff. Fangt an zu wachsen, kleine Köttin. Fangt an zu wachsen, kleine Köttin. Boah. Ich habe aber den Segen von Prinzessin Kenny. Ich habe ordentlich drauf gekotet. Wow, macht der Damage. Woran sehe ich denn, wie viel ich noch Munition habe? Keine Ahnung. Irgendwann ist halt leer. Einfach voll drauf stuhlen und dann sagt er irgendwann, ist alles vorbei. Ist vorbei mit Kackamagie. Ich bin Mr. Hank. Richte die Kanone auf den Bogen. Ich hab auch nochmal richtig gegeben. Oh no. Holt sie euch, Köttel. Holt sie euch, Köttel. Nimm das. Boah. Es sind so viele Köttel. Alter, ich geb ihm dicke Salbe, Junge. Boah. Ich wäre gestorben. Du bist nichts Besonderes. Da ist ein Haufen Tote. Oh, die Kanone ist beschädigt. Ich muss warten, bis sie repariert ist. Komm schon, wiederbeleben. Okay. Ich hab ein paar Leute wiederbeleben. Wow, wow. Ich will das Klopapier da haben. Boah, zum Glück habe ich die Diener gehabt. Die Diener der Dunkelheit. Ja, meine kleinen Kotdiener, die haben meinen Rücken geschlagen. Wie gefällt dir das? Boah. Hätte eben gerade nicht der Segen von Prinzessin Kenny mich geschützt, wäre ich tot gewesen. Prinzessin Kennys Segen, Alter. Oh, ach, Mann. Er kommt in die Mitte, jetzt können wir ihm richtig geben. Ich habe auch Kanone geladen. Feuer! Oh, noch ein bisschen. Oh nein! Jetzt nur noch einen kleinen Schutz! Klopapier! Ich hab Klopapier! Dann gib ihm schnell! Ich muss zur Kanone! Oh, irgendwas knallt hier ganz laut! Klopapier laden, Feuer! Oh. Ja! Oh! Scheiße!
Verlasse Henkis Versteck. Krass. Ich will auf ihm rumklettern. Ich will die riesige Kackwurst will ich reiten. Guck mal, die Augen da oben. Ja, ja. Die Zähne, ne? Bah. Das meine ich, sieht eigentlich schon geil aus. Ich finde, die haben sich schon Mühe gegeben. So was Designs angeht und so. Das ist nochmal ein bisschen dunkle Soße gewesen. Die Standardkiste. Weißt du, es gibt immer eine schöne, saftige Kiste dunkle Soße. Dunkle Materie. Immer. Eine wirklich beeindruckende Ladung. Schlafmittel habe ich bekommen. Ich habe USBV-Ferienlager bekommen. Der Sturm ist vorbei. Der Schnee schmilzt und das Klopapier ist wieder zum Arsch erfrischen da. In South Park ist endlich wieder Normalität eingekehrt und allen geht es wieder gut. Außer den Tausenden, die auf tragische Weise gestorben sind. Zurück zu dir, Tom. Oh, ich habe gerade erfahren, dass auch Tom auf tragische Weise bei dem Sturm gestorben ist. Und nun zurück zu dir, Kelly. Das ist keine große Sache, Cartman. Es ist nur die Schule. Wir alle müssen hingehen. Wisst ihr, vor kurzer Zeit habe ich zu Gott gebetet. Und alles, worum ich gebeten habe, war, nicht verarscht zu werden. Die Schule ist nicht so schlimm, Alter. Nein, ist schon okay. Ich bin es gewohnt, verarscht zu werden. Das ist ganz normal, wenn man an eine höhere Macht glaubt. Jesus! Oh, jetzt geht's los. Meine Kinder, ich bin von euch allen sehr enttäuscht. Moment, was? Von uns allen? Was haben wir getan? Jedes Jahr zu Weihnachten hat Mr. Henke euch Glück und Freude gebracht. Doch als er wegen seiner Twitter-Posts gecancelt wurde, wolltet ihr ihm nicht verzeihen. Nein, das waren alle anderen in der Stadt. Uns war's egal. Und dennoch standet ihr an der Seite von Mr. Henke, als sich alle gegen ihn wandten? Jeder macht Fehler, Jungs. Aber der einzige Fehler, der wirklich falsch ist, ist nicht zu vergeben. Es liegt an euch, euren Fehler zu korrigieren. Mr. Henke? Mr. Henke? Es tut uns leid. Wir hätten sie unterstützen sollen. Ja, wir hätten uns gegenseitig unterstützen sollen. Dieses ganze Gerede über Regeln, was falsch und richtig ist. Ja, wenn jemand ein Stück Scheiße war, dann wohl wir. Ihr meint es nicht ernst. Doch, wir meinen es ernst, wirklich. Wir haben auch Mist gebaut, Mr. Henke, das tut jeder. Sicher? Ganz sicher, Mr. Henke. Wir lieben Sie. Also, heidi-ho! Danke, Jungs! Das ist der beste Tag meines Lebens! Jetzt müssen wir nur noch den Rest der Stadt dazu bringen, Ihnen zu verzeihen. Es ist mir egal, was die Stadt von mir denkt. Hauptsache, ich hab euch Kinder. Toll, jetzt können wir alle wieder Freunde sein. Und manchmal, nur manchmal, können Sie wieder einen Schneesturm machen, damit wir wieder Schnee freikriegen. Ja, vielleicht... Genau jetzt? Könnten Sie, Mr. Henke? Könnten wir nur noch einmal Schnee frei haben? Alles für meine Freunde! Heidi-ho! Ja, die Tausende, die gestorben sind. Oh Mann, was bekomme ich jetzt? Neu, hey, Höllenpakt. Nelly, ich spiele das neue Spiel jetzt mit allen. Ich guckst du dir gar nicht den coolen Abspann an? Findest du das Nö, da kommt ja nichts mehr. Du hast dich bewiesen und die Höllenpakte freigeschaltet. Finde Nicole, wenn du Levels erneut spielst, nimm ihre teuflischen Angebote an und erhalte Kostüme und andere Belohnungen, wenn du überlebst. What? Heavy Shahid, man. Hier gibt's coole Sachen, ne? Ja.
Wählen wir aus, wen du heute verprügeln wirst. Okay. Gibt halt irgendwie coole Special-Gaben. Wir haben Kleidung. Ach so, jetzt kannst du das Game nochmal zocken, aber mit Höllenmodus. Ja. Und dann kriegst du irgendwie geiles Zeug. Okay, verstehe. Oder kannst du hier nochmal bei Henrietta aber die letzten... Aber egal. Na los, such dir eine aus. Bahnhof. Willst du es nochmal mit den Marshwalkern aufnehmen? Nun gut. Der gute alte Zipfelbahnhof. Hey, Waffel gefällig? Hey, Waffel gefällig? Hey, Waffel gefällig? Ich hätte voll gerne eine Waffe. Oh, cool. Ich liebe diese Mission. Sieh dir deine Möglichkeiten an. Napalm, es ist Pisse. Ah, den gut. Hatte ich auch schon im Blick. Ich geh mal auf, es ist Pisse. Viel Glück da draußen. Ich versuch's mal mit Paradebeispielen. Hier kommen noch ein paar mehr. Ja, schönes kleines Paradebeispiel, ne? Boah! Erwischt! Wie Schneebälle. Guck, der macht jetzt auch Urin. So kleine Urinbälle macht der jetzt. Ich bin tot. Oh, irgendwo ist eine Kiste. Da vorne. Jetzt schon. Oh. Was soll denn das jetzt? Wiederbelebung. Ah, okay, das macht Sinn. Das andere Team steht von den Toten auf. Au. Das war's für mich. Tschüss. Tschüss. Darf ich das wiederholen? Boah, wenn ich du nicht mit einem scheiß Bogenschützen klarkommst, dann such dir einen Freund, der es kann. Oh, Spieler 1. Ich glaube, irgendwo ist ein Nekromant. Ja, die haben doch dieses Wiederbelebungsding. Ja, ja, aber trotzdem. Kann doch nicht permanent halten. Ich werde das Spiel irgendwie vermissen. Ja, ein bisschen schon. Na, hätte das schon nochmal 2 Stündchen länger gehen können. Kiste tickt. Aber wo? Da hinten. Das ist aber nur eine Materie. Ja gut, hätten wir nicht 7 Stunden rumgegrindet, dann wären die noch wichtig. Dann wären die noch wichtig, ja. Upgrade-Kisten sind jetzt halt geil. Die ganze noch eine erbitterte Prämie. Ich hole mir hier schwerere Knochen. Bis bald. Auch noch nie gespielt. Alter, direkt den Bullo. Und eine Kiste ist direkt irgendwo neben uns gespawnt. Fehlschlag. Wahrscheinlich Fernkampfwaffe wieder, oder? Ja, ja. Wenn sie vorne blocken, greifst du von hinten an. So kompliziert ist die das haben so nicht. Die haben so einen Mage da hinten. Der muss weg. Er macht nur seine Arbeit, aber ich kann nicht leiden. Ich konnte dich blocken. Krieg ich auch einen Snack? Krieg ich auch einen Snack? Ich brauche auch einen Snack, du. Bam. Oh nein! Ich mach übelst viel Schaden, wenn ich volle HP hab. Vergiss es! Au! Au, was? 18 Schaden mache ich. Das ist krass, ne? Danke. Das ist dumm. Kistel? Hier in der Mitte. Aber nur Materie. Ah, nur Materie. Materie, buh. Ich komme mit dunklen Gaben. So, dunkle Gaben. Oh ja, das so, ist mächtig. So, einmal alle verbessern. Cool, ich... Hört gar nicht mehr auf was. Kaputte Viertgäste Schneeballturm. Was? Da hinten ist eine Kiste.
Und... Kacke. Ich hatte die Hoffnung, dass das Ding wird hier eine Upgrade-Kiste. Boah, Alter, ich bring die alle zum Kotzen. Das ist richtig geil. Hast du gerade mich geschlagen? Nee, der Schneeballturm mit mir. Meine Geschütze fetzen so rein. Scheiße! Da ist noch ein Heiltotem. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Oh, was? Wie schnell war denn... Da war eine Upgrade-Kiste und die war super schnell weg. Gerade rübergegangen, zack, war sie weg. Aber wie schnell wir durch die Wellen kommen, ne? Na gut, wir sind jetzt Pros, ne? Hier ist noch eine Materiekiste gelandet. Ja, wir sind jetzt echte Profischlitzer. Oh, noch ein Toilettenpapier. Ist hier nicht... Ah, hier unten. Schlitzer McGurk. Schlitzer McSchleck. So, schauen wir mal rein. Was hat denn Jimmy? Die alten Ägypter haben auf das Herz der Karten vertraut. Upgrade, hier ist es. Und Upgrade drauf. Oh ja, Molotow. Bis zum nächsten Mal. Manno! Oh ne, die Kackfalle, das ist räudig. Und irgendwo tickert wieder eine Kiste. Oh nein! Pass auf die... Du wagst es? Ey, da ist ein Obdachloser im Zug. Da ist ein Obdachloser im Zug. Ich höre es tickern, aber ich sehe sie nicht. Ich zerschneide dich! Ja, ich höre auch was tickern irgendwo. Nein. Ah, oh, verdammt. Nein. Verdammt, ich bin... Oh nein. Überraschung. Hat schon wieder eine getickert. Riecht nach Brownies, oder? Riecht nach Brownies, oder? Ein Erbrochenes. Oh, nein. Ich habe eine Augenklappe erhalten. Abgelehnt. Weil ich drei Gegner mit Kanonenkugeln getötet habe. Echt? Da gibt's eine Augenklappe? Ja. Lässig. Hier oben liegen so viele Kugeln, aber ich habe einfach mal reingekugelt. Irgendwo ist wieder eine Kiste. Da oben. Aber die kriege ich. Aber es ist nur dunkle Materie. Früher hätte ich mich darüber gefreut, aber heute... Ein dunkler Wind brachte sie zu mir. Dafür solltest du so, deinen Beratern danken. So, nochmal die Stufe, all meine Upgrades um 1 erhöht. Ich spiele nicht mit, denn das ist kein Spiel. Verstärkung! Kiste da hinten. Och nee, jetzt klar. Und die tickt weiter. Ja, der weiß genau, was er macht. Ah, ist aber auch wieder nur eine Billo-Kiste. Verdammt! Upgrade-Kiste wäre halt sexy. So heftig. Schneebälle. Schneebälle. So heftig. Mal schön da mit der Kanone rein, ey. Ah, ouch, das tut weh. Ist das eine Klopapierkanone oder Bowlingkugel? Bowlingkugel. Wo tickt das Ding dann? Da hinten! Upgrade-Kiste, ja! Da ist der Neuling. Geil, Mann. Muss so voll schnell sein, die sind so schnell weg. Ich mach 70 Schaden mehr mit voller Gesundheit. Ist krank. Ja, du verlierst auch schnell HP hier, ne? Das ist halt auch immer so ein... Ich hab hier eine tolle Irgendwo Auswahl, eine Kiste wenn ich tickern. Darf. Klar, hier ist eine neue Auswahl. Oh. Ah ja, oh, ein schönes Blitz. Upgrade. Tschüss.
Immer so eine Drohne, die wirft mit Bomben. Pass auf, Neuling! Es gibt noch mehr von ihnen! Alter, meine Kanonen gehen gar nicht mehr kaputt. Da hat eine Drohne! Ich werde dir in den Arsch treten! Meine Drohnen werfen jetzt noch mit Bomben. Aua! Ich habe jetzt Kettenblitzflammen. Und was? Molotow. Richtig lässig. Riecht nach Scheiße! Und riecht nach ...21 Schaden mache ich jetzt. Das war's? Was? So schnell haben wir die gekillt? Ja, wir sind ja unter die Beasts. Meine Drohnen, Alter, die werfen jetzt noch mit Bomben. Oh, da kommt noch ein bisschen was. Ich dachte, das wäre die ganze Welle gewesen. Er konnte so schnell die Welle gar nicht nachreichen. Ich höre eine Kiste tickern. Gib mir die Drohne, Viertklässler. Was? Upgrade-Karte. Ich brech dir die Knie, Viertklässler. Jetzt kriege ich auch noch Gesundheit zurück. Das war ein fieser Schnitt. Was? Jetzt. Alter, guck dir das an. Mit den Superkanonen und so. Gestört, richtig gestört. Richtig, richtig gestört. Jimmy, was hast du? Und jetzt explodieren die auch noch. Versuch nicht zu sterben. Hab ich doch noch einen legendären Funk. Pass auf, mit. Noch eine Welle. Alter, meine Drohnen, die sind unbesiegbar. Also ich habe 3 Kanonen. 3. Und die machen alle Pissebälle, Explosionen und... Ey. Meine Drohnen, Alter. Nein! Nein! Hey, off! Ziele auf ihre Knie! Wohl kaum! Scheiße! Keine Chance haben die. Nee. Autsch! Aber ich krieg sehr wenig angepisst Energie irgendwie, aber. Ich muss diesen Mage erst bezwingen. Komm schon! Ah, der Mage muss weg, nice. Jetzt kannst du das Tor öffnen. Alter, das war Rekord. Wie schnell wir da durchgemäht sind. Ja, das war's dann damit. Snow Day. Das Projekt ist damit erstmal vorbei aus. Es kommt halt irgendwie noch Content rein, dann spielen wir's, ne? Wow, ja, klar. Spieler 2, das soll ist ja eine Menge dunkle Materie. Sein. Also mal abwarten, ne? Ja, bin ich mal gespannt. Ladung. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Auf Wiedersehen und tschüss. Tüdelü.